Ich bereite für Sie heute ein gefülltes Schweinefilet mit hausgemachten Spätzle und verschiedenen Gemüse dazu. Dazu reichen wir eine Champignon-Rahmsauce. Sie nehmen 375 Gramm Mehl in eine Schüssel mit etwas Salz. Dann geben Sie 3 Eier dazu. Einfach reingeben. Hoppala, das sollte natürlich jetzt nicht passieren. Dann nehmen Sie einen knappen Viertel Liter Wasser dazu, geben es dazu. Dann nehmen Sie Ihren Handmixer oder Kochlöffel oder Küchenmaschine, können es auch dazu hernehmen, und rühren das einfach zu einem schönen glatten Teig. Der ist jetzt eine ganz kleine Idee noch zu fest. Dann nehmen wir jetzt dann nochmal einen Schluck Wasser dazu. Die Konsistenz mit dem Teig, das bringt halt auch die Erfahrung mit sich dann nochmal. Also wenn er soll jetzt auch nicht zu fest sein und er soll aber jetzt auch nicht zu flüssig sein, weil sonst gibt es keine schöne Spätzle dann am Schluss. Mache ich den ein bisschen. So, jawohl, so passt er. So, die machen wir jetzt da rein. Dann nehmen Sie Ihren Spätzlehobel. Man kann es auch auf dem Brett schaben. Das kann ich leider nicht, weil ich das nicht gelernt habe. Jetzt brauche ich das schneller. Das ist mein Werkzeug. Ein Teigschaber oder so ein Gummischaber und füllen den Teig oben in die Einfüllung, in die Öffnung von dem Spätzlehobel, so knapp 3/4 voll. Und dann reiben Sie einfach diesen Hobel hin und her. Dann fallen die Spätzle unten raus. Was wir nicht brauchen, das setzen wir weiter oben drauf. Mit einem Kochlöffel oder so einer Schlauchkelle einfach die Spätzle aufrühren. Und dann kochen die kurz auf. Um dass die Spätzle nicht zusammenkleben, geben wir es in eine Schüssel mit kaltem Wasser. Da werden sie also praktisch gleich abgeschreckt. Und dann biegen die dann oder kleben dann hinterher nicht zusammen. Das dauert so 2-3 Minuten, bis die dann richtig aufgekocht sind. Schüssel mit dem kalten Wasser nehmen und dann einfach schön nacheinander rausfischen und in das kalte Wasser geben. Also ich bereite jetzt das gefüllte Schweinefilet zu. Ich lege mir jetzt da ein bisschen Küchenkrepppapier her, um das Schweinefilet einfach vom Saft ein bisschen abzutupfen. Damit nicht der ganze Fleischsaft auf dem Papier liegt. Dann ist um das Schweinefilet sind so Hautfetzen, also so Hautdinge. Die schneiden wir jetzt einfach ein bisschen weg. Die Sehnen sind ab und zu noch ein paar dran. Separieren also das Schweinefilet ab, das vom Fett befreien. Weil das wird dann ein bisschen zäh. Also es schmeckt jetzt auch nicht gerade so. Dann sind da ab und zu mal noch so Sehne dazwischen. Das muss man ja nicht, schmeißt man ja eigentlich dann nicht weg, sondern das kann man dann die Soße damit ansetzen. Anschließend, wenn das Schweinefilet gesäubert ist, dann nehmen Sie es hochkant und schneiden Sie es einmal in der Mitte
auf, dass zwei so Hälften entstehen. So. Das Schweinefilet ist in der Mitte aufgeschnitten, ist geklopft worden, dass es einfach eine größere Fläche gibt zum Rollen dann. Für die Füllung, für die Farce, können Sie also Leberkäsebrett hernehmen, Sie können Hähnchenbrustfilet selber mixen im Mixer mit Sahne oder dann einfach ein feines Bratwurstbrett hernehmen und das dann in eine Schüssel reingeben, ein bisschen Sahne dazu, dass es geschmeidiger wird. Dann je nachdem, was Sie drin haben wollen, gehackte Champignons oder dann getrocknete Pilze, die habe ich jetzt also ein bisschen eingeweicht, dass sie so weich werden zum Hacken. Oder Sie können auch Gemüsewürfel reingeben, was Sie halt dann lieber drin haben möchten. Ich habe jetzt schon mal eine fertig hergerichtet. Die ist jetzt mit den getrockneten Pilzen und Champignon, Speck und Zwiebel. Sie nehmen dann, nehme ich das Messer. Sie können also das mit dem Messer aufstreichen oder mit der Palette, wie es Ihnen halt gerade behagt. Natürlich vorher, wer es ein bisschen schärfer mag, der darf sein Fleisch vorher noch würzen mit Salz. Ich habe also mehr Salz aus dem Himalaya, weil das für den Körper einfach auch gut ist. Ein bisschen Pfeffer. Und dann noch ein bisschen Paprika. So. Dann streichen Sie das Schweinefilet dünn mit der Farce ein. Sie brauchen ungefähr für ein ganzes Schweinefilet in der Größe von 500 Gramm, so circa 200 Gramm von dem Brät. Das langt eigentlich. Dann als Zwischeneinlage oder als ja, Effekt drinnen oder ein Blickpunkt noch im Fleisch drin, dann können Sie also jetzt, ich habe jetzt ein Nori-Blatt, ich lege mir da jetzt so ein Nori-Blatt rein, das gibt es beim Chinesen oder im Asialaden. Sie können aber auch Mangoblätter hernehmen, Spinatblätter oder einfach gar nichts, das gar nichts mehr reintun. Die Überreste ein bisschen abschneiden, weil die brauchen wir jetzt dann nicht mehr. So, dann streichen wir da noch einmal ganz dünn Farce drauf. Einfach, dass das uns dann beisammen bleibt. Dann nehmen Sie die Seiten und rollen einfach das Schweinefilet zu einer Rolle. So. Dann, wenn Sie möchten, können Sie es außen auch noch mal ein bisschen würzen. Und dass das Ganze kompakt zusammen bleibt beim Braten, habe ich da jetzt einen frischen Blätterteig. Sie können aber auch Schweinenetze vom Metzger bestellen. Da gibt es also, das ist eine ganz dünne weiße Haut. Da kann man es also dann ganz gut einschlagen. Das bleibt also auch sehr kompakt. Und kann man also am Schluss dann auch mitessen. Das sieht man also dann nach dem Braten fast nicht mehr. Um dass uns der Teig am Fleisch auch hängen bleibt, machen wir nochmal ein bisschen Farce drauf. Also ganz dünn. Dann legen Sie das Schweinefilet auf den Teig und rollen es ein.
bisschen andrücken. Die Ecken oder die Kanten und vorne dann ein bisschen überklappen und dann nach unten zustülpen. So. Auf ein vorbereitetes Backblech, das habe ich jetzt schon mal eingefettet, setze ich jetzt mein Schweinefilet drauf und schiebe das jetzt für circa 20 Minuten in den Ofen. Als nächstes bereite ich für Sie das Gemüse zu. Eine Karotte, einen Kohlrabi und Brokkoli. Sie nehmen die Karotte, schälen sie, ebenso nehmen wir den Kohlrabi, schälen ihn. Dann nehmen Sie die Karotte und schneiden so circa 3 cm große Stücke ab. Dann halbieren Sie die Karotte in der Mitte und vierteln sie. Mit einem etwas gebogenen Messer turnieren wir die Karotte. Einmal unten den Stumpf ein bisschen rausschneiden und dann so. Solche Rauten oder rausschnitzen. So, das gleiche machen wir mit dem Kohlrabi. Einmal in der Mitte halbieren, vierteln. Dann schneiden wir so kleine Teile. Machen wir das Gleiche. So. Dann den Brokkoli, den habe ich schon mal vorgeputzt. Auch so in so kleine Röschen machen. Und dann, wenn das Wasser kocht, das braucht noch einen Moment, dann einfach das Gemüse blanchieren. Zuerst den Kohlrabi, weil der ist ein bisschen härter, der braucht ein bisschen länger. Dann die Karotten und am Schluss den Brokkoli. Ich bereite für Sie jetzt die Champignon-Rahmsoße zu. Gebe etwas Fett in den Topf. Dann kann man die Abfälle oder Fleischreste vom Schweinefilet mit hernehmen. Die kann man ein bisschen anbraten. Dann die Karottenreste von den turnierten Karotten dazugeben. Und das jetzt einfach ein bisschen schmoren lassen. Mit ein bisschen Wasser oder Weißwein oder Brühe, wenn man zur Hand hat, einfach ein bisschen ablöschen und das Ganze jetzt einfach ein bisschen kochen lassen. Sie nehmen einen weiteren Topf zu Ihrer Hand. Etwas Butter dazu. Dann so circa einen bis eineinhalb Kaffeelöffel Mehl dazugeben. Um eine braune Farbe der Soße zu erzielen, machen wir die Mehlspitze etwas leicht bräunlich.
Sie nehmen den Sud von dem Fleisch und den Karotten, seien es auf die Mehlspitze drauf und haben schon mal eine Basiskonsistenz von der Soße. Um das noch ein bisschen dünner zu machen, die ist ein bisschen dick, die Mehlspitze. Und um den Geschmack zu verbessern, nehmen Sie einfach ein bisschen Milch dazu. Anschließend geben Sie die Champignons, die sind schon abgetropft, mit hinein in die Soße und kochen es noch einmal auf. Hinzufügen können Sie dann noch Zwiebeln, gewürfelte. Und Speckwürfel. In eine vorbereitete Pfanne geben Sie etwas Butter. Die gekochten Spätzle haben wir auf ein Sieb gegeben, haben wir es abtropfen lassen und jetzt schwenken wir die mit Butter etwas an. Für das Gemüse verwenden wir ein bisschen Butter, lassen es auch wieder etwas zerlaufen und geben das Gemüse dazu. Sie können das Gemüse wahlweise auf dem Teller anrichten, wie Sie möchten. So. Das fertige Fleisch nehmen Sie vom Backblech und schneiden es an. Wenn man ein bisschen gekleckert hat. Das ist das gefüllte Schweinelännchen mit hausgemachten Spätzle und Gemüse.